Hallo zusammen. Mögt ihr euch an die Salami erinnern? In den letzten 25 Jahren haben wir nichts anderes gemacht als schieben, verschieben, verschieben, die Unternehmenssteuern abbauen. Die neueste Scheibe ist die Stempelabgabe. Und das muss hören. Und heute geht es um die nächste Salamischeibe auf dem Weg von der Entlastung vom Kapital und der Belastung von Arbeit und Konsum. Und zwar geht es um die Abschaffung der Verrechnungssteuer auf Obligationen. Die Verrechnungssteuer ist keine richtige Steuer. Es ist eine sogenannte Sicherungssteuer. Die ist relativ hoch. 35% wird erhoben auf Erträge von Vermögenswerten. Zum Beispiel Zinsen auf einem Bankkonto oder Zinsen auf Obligationen. Und die Sicherungssteuer gibt es darum, wenn man nämlich seine Vermögen und seine Erträge auf diesen Vermögen in der ordentlichen Steuererklärung deklariert, dann kommt man die Verrechnungssteuer, die ja viel höher ist als die ordentliche Besteuerung, zurück. Also eigentlich ist es eine Anti-Bescheiss-Steuer. Die Vorlage läuft unter dem Titel Stärkung des Fremdkapitalmarkts. Aber eigentlich geht es um sogenannte Finanzierungsgesellschaften von Konzernen. Das sind Gesellschaften, die sozusagen Finanzierungen innerhalb der Konzerne regeln. Also ganz eigentlich sind sie auch dafür da, Steuern zu vermeiden und ein bisschen Profit von Hochsteuerländern in Tiefsteuerländer, in die Schweiz zu verschieben. Aber das ist eine andere Geschichte. Diese Finanzierungsgesellschaften, die hocken jetzt in Luxemburg, in Liechtenstein und so weiter. Und Konzerne sagen, mit guten Gründen, wir möchten die gerne wieder zurück in die Schweiz holen. Und was ist der Hinderungsgrund dafür, dass die nicht zurück in die Schweiz kommen, sondern in Luxemburg sind? Weil angeblich in Luxemburg zahlt man keine Verrechnungssteuer. Und das ist die grosse Hürde und darum muss die abgeschafft werden. Es gibt noch eine zweite Hürde. Das ist die Emissionsabgabe auf die Obligation. Also die Abgabe, die man machen muss, wenn man Obligationen ausgibt. Eben so eine Finanzierungsgesellschaft, die Obligationen auf den Markt gibt. Die hat man aber schon 2012 abgeschafft. Unter dem Titel Stärkung des Fremdkapitalmarkts. Das haben wir gesagt, das ist super, dann kommt das ganze Obligationengeschäft wieder in die Schweiz, wenn man die Emissionsabgabe abschafft. Was ist passiert? Also, Obligationen, das ist das Volumen. Ja, sieht man. Da war die Abstimmung, da war die Vorlage, Abschaffung Emissionsabgabe 2012. Und der Obligationenmarkt ist sogar durchabgegangen. Also, es ist überhaupt nicht passiert. Der positive volkswirtschaftliche Effekt, den man uns versprochen hat, ist nicht eingetreten. Also gut, jetzt muss die Verrechnungssteuer also weg. Und was auch weg muss, ist die Umsatzsteuer, nämlich die Umsatzsteuer auf Obligationen. Das ist sozusagen die Mehrwertsteuer für den Finanzplatz. Die beiden Sachen müssen weg. Dafür hat man ursprünglich eine Zahlstelle als Ersatz für die Verrechnungssteuer, eben die Sicherungssteuer, eine Zahlstelle einrichten. Da haben sich die Banken total dagegen gewehrt. Dann haben wir gesagt, gut, dann machen wir eine Meldepflicht. Eine Meldepflicht, dass die, die Zinsen ausschütten auf Obligationen, müssen der Steuerbehörde melden, wenn sie das ausgeschüttet hätten. Und wenn das bekannt war, wäre dann gewesen, der sogenannte automatische Informationsaustausch im Inland. Oder auch anders formuliert, das Ende des Steuerhinterziehungsgeheimnisses in der Schweiz. Zumindest für Obligationen. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie es in der Kommission und im Bundesbern zu tun hat, wenn man so etwas hat machen. Das kommt ja gar nicht in Frage. Wir schaffen einfach ersatzlos die Verrechnungssteuer ab. Und ohne irgendeine Kompensation in Form von Zahlstellen oder Meldepflicht. Und jetzt ist so, hallo Steuerhinterziehung, willkommen, wir schaffen euch ein neues Fenster für das. Jetzt kommen die Befürworter von der Vorlage und sagen, ja, das ist super für die KMU. Das Argument
ist so absurd, weil die Volumen, die ausgegeben werden auf dem Obligationenmarkt, das ist mindestens 100 Millionen. Entsprechend hat Economy Suisse auch KMU-Argumente aus ihrem Argumentarium weggenommen, letzte Woche. Dafür haben sie ein anderes Argument zum Hut auszaubert. Staatsobligationen, ja, die öffentliche Hand finanziert sich doch auch von Obligationen und die könnten mega profitieren, wenn die Verrechnungssteuer wegfallen und dann würden wir ganz viel Geschäft da irgendwie reinbringen und die öffentliche Hand würde profitieren. Entschuldigung, die öffentliche Hand, also Kantone, Gemeinden, der Bund, ein Elektrizitätswerk oder eine Bahn. Hey, das sind die beliebtesten Obligationen auf der ganzen Welt. Warum? Weil sie todsicher sind und wegen der Schweizer Währung, weil das ganz eine stabile Währung ist, ganz wenig Inflation hat. Wenn man jetzt die Verrechnungssteuer noch wegmacht, dann macht man aus einer Übernachfrage nach diesen Obligationen eine Über-Übernachfrage und sagt, das ist gut. Jetzt sind wir also alles nochmal nachschauen. Die ganze Botschaft, also das sind die Unterlagen vom Bundesrat, die gibt man in die Vernehmlassung zu den Kantonen und zu den Gemeinden. Nirgends steht irgendein Wort davon, dass einem Kanton oder irgendwie der Städteverband oder so gesagt hätte, uns würde das auch nützen, wir wollen das gerne für uns. Niemand. Und glauben mir, die Kantone und die Gemeinden sind nicht doof. Sollten sich können Konditionen verbessern für sie durch die Abschaffung von dieser Verrechnungssteuer, hat sich mindestens Appenzell-Innerrhoden gemeldet oder sonst irgendein Kanton. Also, zusammengefasst, Mitte rechts hat wieder einmal mehr aus einer anfangs halbwegs sinnvollen Vorlage eine Vorlage gemacht, die zur Steuerkriminalität einladen tut, die de facto nur 200 Konzernfinanzierungsgesellschaften profitieren, die keinen volkswirtschaftlich positiven Effekt hat, aber bei durchschnittlichen Zinsen 800 Millionen Franken jährlich wiederkehrend kosten. Und davon fließen noch 500 Millionen ab ins Ausland zum globalen Kapital. Und übrigens merkt ihr etwas. Am 25. September stimmen wir auch über die AHV ab. Und was machen wir dort? Wir finanzieren es über Mehrwertsteuer anstatt über Lohnprozent. Das heisst, die Bevölkerung zahlt in diesen beiden Vorlagen, und zwar die ganze Bevölkerung, zahlt mehr, aber wir bekommen keine höhere Rente. Darum alles zurückschicken auf Bern am 25. September. Zweimal Nein zur AV, Nein zur Abschaffung der Verrechnungssteuer. Tschüss!